Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sniper Elite 4. Und zwar ist da gerade ein Panzer gefahren. Oder sowas in der Art. Da. Oh. Das war knapp. So, wisst ihr, was wir da machen? Schöne Tellermine. Der kommt garantiert wieder. Bin mir sicher. Und dann macht er einen kräftigen Boom, Chakalaka. Das hier wird sehr nützlich sein. Also da oben sind noch mehr Einheiten. Von hier unten ein bisschen ungünstig. So, schauen wir mal, dass wir uns den da jetzt holen können, da vorne den dicken. Das ist so eine feste Station, oder? Ah, das Gute ist, wir kommen sehr nah an den dran. Habe wohl alles Verwendbare eingesagt. Ich bin mir nur noch nicht so ganz sicher, was wir an dem verwenden können, um den hochzujagen. Und hier so TNT. Das wäre eigentlich, soweit ich weiß, für die Brücke benutzen sollten. Die ist ja auch total variabel, wie der sich dreht, ja. Oh, viel zu nah. Das könnte gehen. Wie zündet jetzt mal noch mal TNT? Yeah! Ist es kaputt? Ah, ich hätte auch eine Rucksackladung platzieren können. Da war wahrscheinlich einer drin, den habe ich damit verletzt. Na gut. So. Nein!
Oh, mein zweiter Tod. Ich stand zu nah an dem Ding. Ich wusste nicht, dass das Ding noch mehr explodiert. Was soll denn das? Statt dass man das Ding nicht selber nutzen kann, das wäre viel cooler. Bisschen rumballern, das wäre bestimmt spaßig. So, ist eigentlich schon jemand in unsere Tretmine gefahren? Noch nicht so wirklich, gell? Wird bestimmt noch passieren. Kann ich die Nummer alle durchsuchen? Verstehe nicht. So. Da haben wir unsere Minen hingelegt. Oh. Der Wagen kommt. Boom! Hä? Keine Ahnung, also spontan würde ich sagen, voll erwischt. Das hat auch Schaden genommen. Weil entweder hat er den zweiten nicht. Ah, jetzt. Weniger für die Partisanen. Ups! Das rieselt Pipi. Oh. Ha. Na, so muss das laufen. Ladies and Gentlemen. So, hier bin ich jetzt ein wenig gespannt, weil hier. Ja. Alles ein bisschen. Tricky ist. Da ist so ein Grasbüschel, wo wir uns drin verstecken können. Da müssen wir nur. Den richtigen Moment abwarten. Das ist eigentlich ganz hübsch hier. Was sollt ihr gehen? Oh. Was war das? Ich sehe lieber mal nach. Scheiße! Leck! Oh. So was aber auch.
Der nächste! Da bringt die Pfeifen echt nichts mehr. Hat überlebt. Das gibt's doch nicht. Das gibt's nicht! Über dieses Transportlager bekommen die Nazis ihren Nachschub. Ich muss es zerstören. Er muss es zerstören. Habt ihr gehört? Er muss es zerstören, irgendwie. Zu weit weg. Okay. Ja, das macht Spaß. Explosionen sind eine schöne Sache. Eine sehr schöne Sache. Sonst nichts. Na, kommt doch her. Ich warte auf euch. Er darf euch nicht sehen. Meinst du, er darf euch nicht sehen? Ich hab euch aber gesehen. Mehr finde ich nicht. Runter! Runter! Voll in so. So was ist scheiße. Ich sollte etwas Munition. Hä? Wieso ist der drüber gehüpft? Ich wollte nicht drüber hüpfen. Das sollte dem meine Herren Leben etwas erleichtern. Mal seine schwere Geburt. Hättet ihr euch nicht einfach alle hinlegen können? Hier gibt's nichts mehr zu finden. So, ja, dann haben wir ja den nächsten Kontrollpunkt. Läuft, würde ich sagen. Läuft. Dann haben wir den hier, den da. Jetzt ist ja, das ist ja Wahnsinn. So, da müssen wir die Sprengladung platzieren. Aha. Pilot finden. 94 Jahre des Munitionslager und das ist eigentlich so das Hauptding.
Dann würde ich sagen, machen wir das und dann machen wir die zwei Sachen hier. Also die hier und dann machen wir das zum Schluss. Mega cool. Glaube ich jedenfalls. So. Abmarsch. 1-2, 1-2, go, go. Aber ein schönes Lager, bevor ich gekommen bin. Oh, das sieht interessant aus. Schauen wir mal uns das an. Oh, ein fetter Tanklaster. Hinterkopf. Ist eigentlich schöner, hat er wenigstens die Kugel nicht kommen sehen. Wenn wir den Schuss abwarten, ist es vielleicht gar nicht so verkehrt. Aber dazu müssen wir auch erstmal Feinde finden. Ich fühle mich so mächtig als Scharfschütze. Ohne Scheiß. Das Gefühl, ich bin... Oh. Hat er mich gesehen? Nicht schlecht. Da oben stand er. Boah, was ein Riesenlager, hä? Lass da mal hochjagen, das finde ich gut. Wie jagt man sowas in die Luft? Mit einem beherzten Schuss auf den Tanklaster, wäre das eine Möglichkeit? Der Laster ist voller Munition. Ich muss ihn aufhalten. Was zum Teufel? Was zum Teufel? Ja, werde ich denn mal treffen?
Wenn ich das richtig gesehen habe, wurde ein Funksignal durchgegeben. Ich würde spontan sagen, dass es nichts Gutes. Ja, werde ich mal treffen hier. Ich habe Mensch. Ich habe gerade keinen Erfolg. Ich bin gerade ziemlich miserabel. Oh! Ich glaube, ich habe ein Munitionslager oder sowas von ihm getroffen. Machen wir es einfach. Wo ist denn? Wo die alle herkommen, das ist ja unglaublich. Der Wahnsinn. Ja, die denken immer noch, ich bin da drüben. Ja, der muss doch irgendwo da stehen. Ja.
Kann man jemand nachsehen. Freiwillige vor. I did it again. Ich würde es immer wieder tun. Ich glaube, warum so viele gekommen sind. Wir haben leider einen Alarm auslösen lassen. Deswegen sind so viele geworden. So ein Crap, hey. Also schön ist definitiv anders. Oh, einmal quer durch den Körper. Scheiße. Ist das ärgerlich. Eieieiei. Arme Sau. Weavers Informant hatte recht. Das muss das Hauptmunitionslager sein. Ich kümmere mich darum. Das wird einen ordentlichen Knall geben. Nicht verbrannt. Tick, tack. Gute Arbeit, wenn ich so sage. So. Es gibt Punkte.
bisschen aufräumen muss man ja. Nicht dürfen, oder? Womanizer. Schön aufpassen. Die Deutschen sind ziemlich selbstzufrieden. Natürlich. Leider muss ich ihnen ein wenig in die Suppe spucken. Die Deutschen sind einzigartig. Lass uns diese einzige Würde. Aha. Geht doch. Hey, wer sieht denn uns noch? Oh, die auf der Brücke. Da war ein Scharfschütze, also wir müssen mal rechtzeitig wegballern. Zu verlockend. Wuhu! Das war gerade zu verlockend. Die sind viel zu schlau für mich. Aber ich bin manchmal auch schlau. Von hier aus erwischen. Schau mal da.
Du gehst mir nicht nur aus dem Auge, mein Freundchen. So. Ich denke, wir machen hier einen Break, denn wir sind eh schon wieder an der Überlänge. Oh, er hat Mitleid mit seinem Kumpel. Ja, also, liebe Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es davon ist, lasst einen kleinen Like da. Wir sehen uns in der nächsten Folge bei Sniper Elite 4. Ich sage ciao, over and out. Euer Xarok.